Hier spricht wieder Ustra, es geht weiter mit Breath of Fire 3. Und wir sind noch an dieser komischen Kolonie. An diesem Teleporter-Haus. Ich habe mal Rai gegen Gar gewechselt, weil Gar ja umgefallen war. Und weniger Leben jetzt hat. Ich weiß nicht, ob ich Momo brauche, um diese Apparatur fertig zu kriegen. Deswegen habe ich sie mal da gelassen. Vielleicht finden wir noch was Cooles. Und der kann ja auch ein paar Erfahrungspunkte gebrauchen. Und dann haben wir alle mal ein bisschen gezeigt. Bis auf jetzt vielleicht, wie heißt sie? Unsere gute. Richtig. Genau das wollte ich auch sagen. Jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Nina. Da war ich. Irgendwas könnte. Ich weiß nicht. Mir fehlt irgendwas. Ich bin jetzt hier und man kann nirgendwo anders hin. Ich hatte in der kurzen Pause, wo ich die Charaktere gewechselt habe und gespeichert habe, genutzt, um uns hier etwas umzuschauen, aber nein. Ich habe nichts gefunden. Und von dem Mörder kann ich wahrscheinlich noch einiges lernen mit Rai. Ach Mist. Außerdem habe ich Ryu Dings lernen lassen. Ihr wisst schon, welches ich meine. Einfluss. Also kann er jetzt auch. Also kann er jetzt auch locker flockig den Wehrtiger befehligen. Weiß nicht, ob das Sinn macht, weil ich mich auch gleichzeitig in den Drachen verwandeln kann. Aber ich denke mal, Drache und Wehrtiger ist vielleicht eine geile Kombination. Die man ja eventuell noch gebrauchen kann. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Ganze noch wird. Und da möchte ich lieber das maximale. Ach, guck mal, da kann ich reinspringen. Ach, guck mal. Kann ich hier runterjumpen oder was? Nö. Hä? Oh, Moment. Irgendwas hier. Faul. Mit dem Rai gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht lernt ihr das ja wirklich. Gut, das kann man. Ja. Da muss auch schon was machen, was man lernen kann. Die ganze Zeit ist er dabei. Und macht es durchgängig, ganz unnachstellen. Jetzt macht es nichts. Da kann man drauf. Flucht. Der flieht einfach. Ja, dann. So, also wir können da irgendwie rein. Oder runterspringen oder was auch immer. Aber dafür muss ich dahin. Und dahin muss ich. Wie? Vielleicht dadurch. Okay. Gucken wir uns das mal an. Also theoretisch kann er es lernen. Das ist schon mal. Wäre auf jeden Fall eine geile, mega geile Nummer. Wenn er das lernen könnte. Gut, dass er direkt umgefallen ist. Ich denke, das wird auch gut zu Rai passen mit dem Schlitzen. Zack, zack, zack. Da gehen wir nochmal rum. Ich weiß es wirklich. Oh nein. Da könnte jeder normale Mensch würde einen Schritt machen, um da mal eben rüber zu gehen. Und nicht zu sagen, okay, ist nett hier. Ich gehe nochmal komplett rum. Ich hau mal ab. Darf ich nicht? Warum nicht? Ah, ich muss wieder stehen, meine. Kalte Pizza zu beißen. Na gut. Dann versuchen wir es mal mit normalen Angriffen. Und tschüss. Nein. Jetzt vielleicht. Nein. Kloren. Na, es ist auch vergiftet. Das ist schön. Auch nicht. Er kriegt doch 10 Giftschaden. Interessant. Ich hätte jetzt ja sowas gedacht, wie er heilt sich an den vergifteten Leuten wieder hoch oder sonst irgendwas. Das finde ich auch eine coole Mechanik. Und tschüss. Aber anscheinend das nein. Rai kann da noch ein bisschen was lernen. Keine Ahnung was. Mir auch egal. Ich will nur weiterkommen. Damit wir jetzt hier nicht 100 Jahre und 3 Tage Fähigkeit, Antidot und auch so Antidot. Wie kann man das denn doppelt haben? Das kommt durch diese blöde Sache, die ich da habe. Da kann ich irgendwie runter.
um dann dahin zu kommen? Bernd Sankmanns Fragezeichen. Wie komme ich denn dahin? Ach, ich kann da auch noch reingehen. Na gut, okay. Hier führen wohl viele Wege nach oben. Guck ich mir den nochmal an, was er kann. Vielleicht macht das ja mir zuliebe nochmal. Nein, natürlich nicht. Soll ich da jetzt nochmal reingehen und diverse Loot vielleicht da rausangeln? Ich weiß es doch wirklich nicht. Und ich wollte rein gleich mal neu ausrüsten. Ja, hau bloß ab. Mach dich vom Acker. Das kann ich jetzt mal eben machen, bevor ich das wieder vergesse. Ausrüstung. Rein. Mondsäbel. Ist doch im Moment das Heftigste, was ich habe. Stahlhandschuhe. Mehr habe ich auch nicht da. Habe ich nichts Besseres. Habe ich auch alles verkauft. Sieht gut aus für unseren Rai. Der kommt gut weg. Sehe ich schon. Was gibt's hier? Ein Sack. Du fandest? Tiefköder. Ein Tiefenköder vielleicht. Für, eventuelle... Oh, was sehen meine müden Augen? Sehr schön, da freue ich mich doch. So, mal gucken, ob ich das jetzt vielleicht lernen kann. Wäre natürlich geil, wenn das funktionieren würde. Ah. Das hätte ich auch nicht gelernt, wenn es daneben geht. Hätte ich das auch nicht gelernt. So. Darf ich jetzt hier looten mit dem guten Ryu? Ryu hört die Stimme der Brut, die sich im Chris, die im Chris eingeschlossen ist. Du fandest das Fehlergehen. Das hört sich irgendwie... Ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Warum? Warum soll ich das benutzen? Ich könnte auch da rein, aber ich glaube, da rein kann man auch... Da kommt man auch so rum. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier rein, weil das scheint der richtige Weg zu sein, um da oben an die Kiste zu kommen. Mehr oder weniger zumindest. Ah ja. Dann gehen wir doch erstmal in die Kiste. Da kann ich dann irgendwie gleich reinjumpen. Oder irgendwo hin jumpen. Zumindest war ich da. Ach nein, ich möchte kein Gift kaufen. Ist voll nett, aber nein. So. Kann ich jetzt erstmal hier nehmen. Pümpel. Du fandest klug Frucht. Okay. Klug sein hat ja viel damit zu tun. Klug Samen gibt 20 Mana zurück. Klug Frucht gibt 100 Mana zurück. Ah, die geilste Sache, die es gibt. Ups. Ah, rein da, egal. Kann ich das mal lesen gerade? Hm, aha. Türantrieb aktivieren. Aktivierungscode. Code eingeben, ja. Na also, es funktionierte doch. Oder es funktioniert doch. Nun Aktivierung des Portals. Reflektoren zur Umlenkung des Laserstrahls auf die Sicherung einstellen. Okay. Das muss da sein, wo der Laser rauskommt. Okay, das ist jetzt scheiße, wenn ich den so lenke. Dann nutzen wir den Reflektoren, die wie Spiegel sind, um den Strahl umzulenken. Und dann trifft er die Sicherung. Kapiert. Ich glaube, dieses Türantriebsdings da ist das gleiche wie das im Keller der Burg. Aber von der Leistung her scheint diese Tür eine ganz andere Dimension zu haben als jene. Versuchen wir es. Der Schalter, der die Reflektoren steuert, ist da auf dem Podest. Wenn wir sie alle aufgestellt haben, drehen wir den Schalter um und der Laser feuert los, klar? Auf an die Arbeit. Dann trifft er auf den hier, oder was? Dann geht er wieder nach unten. Und der trifft dann...
Und der... Ja. Hä? So müsste es doch schon klappen, oder? Ah, nicht ganz. Vielleicht so? Komm schon, Schalter! Nee, einmal noch vielleicht. So ist richtig. Oh. Vielleicht so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müb, müb, müb. Vielleicht geht es so. Ja. Und die Assis, die spiegeln sich jetzt die ganze Zeit an. Und das Ding funktioniert wohl. Na gut. Aber ich hoffe jetzt auch auf ewig. Die Tür ist auf. Das ist schön. Okay, 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 okay. Wie wäre es, wenn der Kampf auch beginnen würde? Anstatt die CD wieder Ruckler kriegt. Wie gesagt, nein, ich möchte kein Gift kaufen. Vielen Dank. Ich möchte den tollen Teleporter ausprobieren. Den wir in Schuss gekriegt haben. Endlich mal wieder ein bisschen Fortschritt. Whoop, whoop. Wham. Und in die Kamera rein. Und zack, Teleporter. Scheiß drauf. Das ist irgendwie... Einfach da rein zu steppen, ohne sich Gedanken zu machen, wo man landet, ist schon... Ach, guck mal, da ist auch eine Antenne. Das gibt's ja nicht. Da waren wir doch schon mal, oder nicht? Stahlstrand heißt das doch hier. Relay.a. Wegen Antennenfehler ist Station auf Autoempfangsmodus gesetzt. Bitte Antenne vor Einleitung des Transfers überprüfen. Okay, die Teleportkammer ist so. Mausi! Oh, Mausi! Wo gehst du denn gerade hin? Hier lang angeblich. Wahrscheinlich auch die Leiter hoch. Bin mir sehr sicher. Können wir bitte, Mausi? Na. War sowas von klar. Stromkrieger, die haben wir doch schon mal gesehen irgendwo. Bären. Immer derselbe Scheiß, den man hier kriegt. Mausi! Mausi, warte! Warum ist jetzt Nina dabei? Mausi, wo willst du denn hin? Moment mal, ist das nicht... Warte, wenn es dort ist, wo ich es vermute. Ich glaube ja. Ach, das... Ja, das ist das Schiff. Ja, Stahlstrand, habe ich doch gesagt. Ja, das sah so aus wie der Stahlstrand. Ja. Der Stahlstrand, der in... Orkanien? Kein Zweifel, wa? Wie ich es mir dachte. Die Männer des der Maschinengilde waren überrascht, mich zu sehen. Sie wollten wissen, wie wir reinkamen. Du glaubst es einfach nicht. Nach all dem Ärger über die äußere See zu gelangen und dann landen wir wieder an unserem Ausgangspunkt. Auf diese Weise werden wir Gott wohl nie, Ingame Gott, wohl nie finden. Wir sind wohl wieder da, wo wir angefangen haben. Wo sollen wir jetzt suchen? Mit dem Portal dauert es nur ein Augenzwinkern. Vielleicht ist die Welt nicht so groß, wie wir denken. Hm? Ja, eben. So ist es. Portale sind Relikte aus der Vergangenheit, aus der Zeit Ingame Gottes. Stell dir vor, die Welt muss recht klein sein für Ingame Gott. Ingame Gott. Oder eher, die Leute, die die Maschinen gebaut haben, müssen die Portale zum Reisen um die Welt benutzt haben.
Du meinst wohl, dass Ingame God und die Maschinen irgendwas miteinander zu tun haben? Ja, höchstwahrscheinlich ist es so. Nun, ich weiß nicht genau, aber... Also meinst du, die Maschinen sind ein Geschenk von Ingame God? Ja, genau. Du sprichst mir aus der Seele. Das wollte gar nie. Vielleicht kommen wir Ingame God näher, wenn wir die Portale benutzen, hm? Wir sollten das Portal ausprobieren. Lasst uns gehen. Ja, ich möchte gerne. Bitte wähl 3 Teammitglieder. Das habe ich schon. Und ich möchte die auch gerne so behalten, wie ich das hatte. Nina, du hast mal schön, danke schön fürs Mitreden, aber nope. Ich möchte gerne raus. Und weil Momo so geil viel gelevelt hat, wieder nach ihrem Mentor, vielleicht lernt sie noch nützliche Heilfähigkeiten, die ich eventuell hinterher gebrauchen kann. Und wir haben immer noch keinen vernünftigen Meister gefunden für Rai und immer noch keinen vernünftigen Meister für Ryu. Was natürlich schade ist, weil, irgendwie hätten die ja schon vielleicht einen Mentor gebrauchen können. Ich hoffe, ich kann raus. Und dann nicht. Und dann beende ich auch diese Folge. Nach diesem Kampf, versteht sich. Denn wir wollen ja ein bisschen mehr rausfinden, wie das Ganze jetzt zusammenhängt. Ob Ingame God was mit den Maschinen zu tun hat und wie auch immer. Deswegen freut euch jetzt schon mal auf die nächste Folge. Wir gehen für Rai shoppen und wir gehen den Lehrer besuchen und wir machen witzige Dinge mit tollen Fingerfarben, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss.